Ich bin Saxuro und ich zeige euch heute, wie man ein cooles Porträt machen kann mit Luis, wofür wir diesen Bengalo hier brauchten und diesen Feuerlöscher. Bleibt dabei! Angaben ohne Gewähr. Schaut bitte vorab nach, ob Bengalos in eurer Stadt legal sind oder verboten sind, da jede Stadt eigene Gesetze machen kann oder halt das Bundesland. Informiert euch bitte. Ich würde euch raten, für Notfälle einen Feuerlöscher dabei zu haben. Euer wertvollstes Hab und Gut, die Kamera. Sichert euer Equipment. So, alle wichtigen Punkte vorher geklärt, dann kann der Spaß ja losgehen. Okay. Nicht so hin und her fuchteln vor deinem Körper, bleib da oben. Genau, komm auf mich zu, jetzt auf mich zu kommen, jetzt schnell, schnell, ein paar Schritte. Jetzt haben wir den Rauch, 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 zu mir, schneller. Stopp, wieder zurück, zurück. Genau. Jetzt wird zu mir kommen. Zurück, zurück, zurück. Halt die hoch, halt die hoch, halt die hoch. Ist geil. Lass an, lass an, lass an. Näher zu dir, näher zu dir. Stell dich mal wie die freie Statue hin. Und halt die vor dein Gesicht. Näher ans Gesicht. Okay. Cool. Jetzt aus dem Editing Area, wie man quasi die Bilder mit den Bengalos auch noch bearbeitet. Das ist so meine Sicht. Ich sitze jetzt hier vorm PC und habe jetzt quasi Lightroom offen. Ich würde einfach mit euch einmal dieses Bild hier nochmal bearbeiten. Ich habe schon alle Bilder einmal fertig bearbeitet. Auch das hier. Oder halt zum Beispiel, das finde ich hier noch ganz cool. Das kann man euch gerade zeigen. Ich finde das hier ganz cool. Jetzt laden wir kurz einmal die Daten. Das hier zum Beispiel ist ganz cool. Oder wenn er nach hinten geht. Das hier ist ganz nett. Wo das Bengalo eigentlich schon vorbei ist, also nicht mehr brennt. Also nicht mehr quasi das rote Licht ausstrahlt, sondern halt nur noch leicht brennt. Also das Bengalo ist zu Ende. Dann gibt es ein paar Behind-the-Scenes-Fotos so vom ganzen Dreh und so weiter und so fort. Aber konzentrieren wir uns jetzt einfach mal auf ein einziges Bild. Könnte zum Beispiel auch natürlich auch das hier sein, was mir sehr gefällt. Aber wir gehen mal einfach mit dem ersten Bild aus der Reihe. Das wäre das hier ganz vorne. Machen wir uns eine virtuelle Kopie. Und setzen die einmal komplett zurück. Und fangen die mal von vorne an. Wie man sieht, sieht es ganz anders aus vorab.
Ich werde jetzt allererstes so meine Grundsteps gehen, wie bei jedem Foto. Ich mache ganz zuallererst einmal die Kurve. Da setzen wir einen neuen Punkt hier hin. Wir machen eine ganz leichte S-Kurve, aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Ziehen das Schwarz auf jeden Fall hoch. Ungefähr bis hier so. Ein bisschen hier hin. Dorthin. Jetzt haben wir eine ganz, ganz leichte S-Kurve. Jetzt sieht man schon mal, die dunklen Bereiche sind auf jeden Fall etwas heller geworden. Das ist kein Problem, das ist auch gut so. Dann gehen wir direkt erstmal in die Kamera-Option, in die Objektiv-Option. Wählen das richtige Objektiv aus, das wird ja zum Glück auch erkannt. Machen eine ganz leichte Vignette rein, ist so zu meiner Idee eigentlich, ganz kurz und schnell. Uns ja, um ein bisschen mehr den Fokus auf die Person zu legen. Dann kann man auch schon hier die Kalibrierung vornehmen. Da würde ich so nach Gefühl gehe ich da einfach meistens. Also ich gehe die Blautöne auf jeden Fall ein bisschen runter. Grün geht hoch, alleine um quasi das Rot zu verändern. Wie man sieht, also man sollte halt immer ein bisschen gucken, was verändert wie die Farben im Bild. Wenn man jetzt mit dem Primärwert Grün geht und damit ein bisschen rumspielt in die gelbe Richtung, verschwindet das Rot relativ aus dem Bild. Geht man nach rechts, wird es mehr. Ich würde sagen, da das Bild auch in echt für meine Augen relativ rot war, oder so pink-rot, aber ein Rot natürlich cooler aussieht, gehen wir mal in die Rotrichtung und verändern es mal in die Richtung ungefähr. Und jetzt kann man auch die Primärfarbe Rot ändern. Da kann man entweder in diesen pinken Bereich gehen, violett sieht es jetzt schon fast sogar aus. Möchte ich eher nicht, wir gehen in den roten Bereich. Und da gefällt mir sowas um die 29, kann man sagen. Genau, wir wollen keine Effekte haben wie Körnung oder sowas. Transformierend müssen wir auch nicht machen, also die Stützenlinien sind jetzt hier nicht so wichtig in dem Bild. Gehen wir nochmal zu den Details im Bild. Ich schärfe auf jeden Fall nach. Wenn man jetzt am Windows-PC Alt gedrückt hält, kann man quasi maskieren und sieht dann, wie viel quasi geschärft wird und wo geschärft wird. Ich möchte wirklich nur so Details setzen, also reichen so 83%. 40, den Betrag 40 nachschärfen ist ganz okay, den lasse ich mal auf Standard. Rauschreduzierung auf jeden Fall, die habe ich in der Kamera ausgestellt, die mache ich auf jeden Fall manuell jetzt hier in Lightroom. Kann man so auf 31 setzen oder 30. Genau. Dann würde ich auch schon als nächstes eigentlich zu den Grundwerten gehen oder Grundeinstellungen, so heißen die. Genau. Wir gehen auf jeden Fall mit dem Tonwert in Richtung Violett. So verändert sich jetzt die Farbe schon mal von einem Rot zu Violett und eventuell zu Blau, wenn wir jetzt gleich noch hier oben die Farbtemperatur anpassen. Struktur gehen wir auf jeden Fall hoch. Es ist jetzt kein klassisches Porträt, wo wir weniger Struktur drin haben wollen, wie bei weiblichen Personen, sondern hier ist es männliche Person, die wir ein bisschen hervorheben wollen. Struktur schadet da nicht und Klarheit auch nicht. Mit der Dynamik gehen wir ganz leicht hoch und mit der Sättigung gehen wir runter, so mindestens 11. Das Bild soll nämlich nicht zu krass sein. Wir gehen mit dem Kontrast noch ein bisschen runtergehen, um noch ein bisschen mehr aus den dunklen Bereichen rauszuholen an Farbinformationen. Gehen aber gleichzeitig mit dem Schwarz wieder runter, um quasi den Kontrast anzuheben. Wenn man jetzt Kontrast hochsetzt und Schwarz runter, dann ist es viel zu viel Kontrast im Bild. Also dadurch, dass wir jetzt den Schwarzwert runtersetzen, negativ machen, kriegt das Bild auch mehr Kontrast. Deswegen müssen wir den Kontrast gar nicht hochziehen und können den leicht runterziehen. Helligkeit können wir auf jeden Fall, also den Weißabwert können wir auf jeden Fall ein bisschen hochsetzen. Wir können auf jeden Fall die Schatten aufhellen. Das macht auf jeden Fall nichts. Und jetzt würde ich, wenn wir mit den Lichtern runtergehen, bis es angenehm ist und nichts ausgebrannt ist. Kann man mal nachgucken, hier oben einmal die Maus draufhalten. Okay, es ist ein bisschen was ausgebrannt, das ist aber kein Problem. Ist was... Nee, zu schwarz ist nichts, aber zu hell sind leichte Parts. Da würde ich auf jeden Fall dann so... Aber wir wollen ja noch so ein leichtes Glow haben, so einen leichten Glow drin haben. Das macht auch nichts, wenn das hier leicht ausgebrannt ist. Es ist ja am Brennen. Man muss sich immer quasi vor Ort entscheiden, wie man jetzt die Kamera einstellt. Ob jetzt einem das Ausbrennen jetzt hier wichtig ist oder nicht, dann würde man natürlich dunkler belichten und dann werden aber natürlich andere Bereiche natürlich im Dunkeln absaufen. Ich mag die zwei Laternen da hinten nicht, die können wir einmal kurz schnell entfernen.
entfernen wir die mal. Und das hier müsste ein Haus sein, was dort reinleuchtet, also irgendein Fenster von einem Haus. So. Fällt jetzt auch gar nicht mehr auf. Wenn man weiß, dass da was war, dann fällt es auf, aber ansonsten das kurze bisschen reicht mir auf jeden Fall, das zu entfernen. Man kann da natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit rein investieren und das in Photoshop machen, aber wir räumen einmal ganz kurz hier den Boden auf, den Dreck. Nächstes Mal sollte ich einen Besen mitnehmen, das wäre eh allgemein ganz gut, die Information. Nehmt einen Besen an eure Location mit, dann wird es sauberer. Dann müsst ihr nicht im Nachhinein einiges wegphotoshoppen oder wegretuschieren. Genau, das. Gleich schon viel besser aus. Hier links liegt noch einiges rum. Wie gesagt, ein Besen ist halt echt sehr hilfreich vor Ort. Der kostet auch nicht so viel im Baumarkt. Einfach einen günstigen, billigen Besen. Es muss kein guter sein, damit man einfach den Müll wegmachen kann, bevor man ihn wegphotoshoppen muss. Man kann natürlich ihn auch drin lassen, um ein bisschen mehr die Authentizität eines Ortes darzustellen, aber ich will jetzt hier auf jeden Fall den Fokus, das Augenmerk auf die Person richten und nicht auf den Müll, der hier rumliegt und eventuell die Blicke an sich zieht. Es soll ein bisschen cleaner wirken, auf jeden Fall. So. Was ich jetzt noch abschließend machen würde, sind auf jeden Fall gleich noch die Farbkalibrierung, aber bevor wir daran gehen, machen wir zwei Bereichsmasken und die heißen Radialfilter, glaube ich, oder? Radialfilter. Einmal hier oben einen hin, wo wir es ein bisschen kälter ziehen, das Bild. Das Licht war relativ kalt. Der Weißabgleich war nicht hundertprozentig richtig. Den setze ich auch immer fest. Ziehen das hier nochmal einen rein, einen runden und machen den leicht wärmer. Den genau da drauf, so. Und können nochmal die Helligkeit anpassen. Ich würde das hier oben noch einmal noch ein bisschen kälter ziehen. Dem Bereich. Das Model ein bisschen aufhellen. So. Und nochmal einen für den Kopf. Da wäre ich soweit auch relativ zufrieden mit dem Bild. Ich würde halt, wie gesagt, noch einmal die Farben anpassen. Wir wollen keinen richtiges Pink hier drin haben, da würde ich auf jeden Fall in die Rotrichtung gehen, hier in die lila Richtung, also beim Magenta in die rötliche Richtung, bei lila in die bläuliche, kalte Richtung. Dann verändern wir einmal die Gelbfarbe hier, die macht jetzt gerade nicht so einen großen Unterschied, wie man sieht. Können wir dann im orangenen Bereich lassen, das mit dem Gelben. Das Grün wollen wir auf jeden Fall nicht im Bild haben, das kann raus. Hier gehen wir nach da, ein bisschen so, wie es halt einem gefällt. Einen leichten orangen Film. So. Ich glaube, so gefällt es mir auf jeden Fall. Können mit der Luminanz noch etwas spielen. Mit bestimmten Augenmerk auf manche Regionen zu legen. So. Auch ein bisschen höher. Gut, Sättigung kann das Rot leicht runter, das Orange erst recht. Das Gelb kann ruhig ein bisschen hoch, Grün kann raus relativ. Die Blauwerte können leicht hoch. Ja, okay. Man sieht ja direkt, was für eine Auswirkung es im Bild hat. Ja, ich glaube, das wäre soweit mein Editing. Es sieht natürlich anders aus, als das, wie ich es davor gemacht habe, weil jedes Mal macht man es ein bisschen anders, wie es einem gefällt, je nachdem, in welcher Stimmung und welcher Lage man gerade ist. Könnt ihr es noch einmal gerade vergleichen. Vorher sah das ungefähr so aus. Mein allererstes Editing. Ein bisschen krasser, deutlich krasser. Aber, ja gut, es ist noch ein bisschen sehr zu flach. Wir können noch ein bisschen den Kontrast auf jeden Fall erhöhen. Ja, doch, so. Doch. Doch. Wenn man sich das mal vorher-nachher vergleicht. Das war es mit meinem Editing vorher, wie ich es hatte. Und das ist jetzt mein jetziges Editing. Würde ich auf jeden Fall hier unten noch... Der Weißabgleich passt immer noch nicht so ganz.
Den können wir nochmal einmal ändern. Nee, so nicht. So, ist mir aber doch ein bisschen zu blau dann da oben. Nehmen wir dann das Blau doch nochmal ein bisschen raus aus dem Spiel. Ja, doch. Oh, doch so, damit bin ich doch eher zufrieden. Können wir mal vergleichen. Ja, ein bisschen mehr Orange würde mir gefallen. Orange-Rot ein bisschen mehr rein. Violett noch ein bisschen raus. Noch ein bisschen mehr Orange. Wo ist Orange hier? Ja, hier so in die Richtung. Doch, doch, so. Jetzt mal einen schönen Farbverlauf hat man mir auch mit drin. Das gefällt mir so. Dann kann man direkt exportieren sagen. Eindeutiges Bild, also eindeutigen Namen verwenden. Und das war's. Also das war jetzt quasi mein Schritt in der Bearbeitung von so einem Bild. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch was zeigen und jetzt hier zeige ich euch noch ein paar fertige Bilder. Richtig gutes Kamerabild. Ich frage mich eigentlich gerade, was mit dem Ding los war, warum das so komisch. Alter, Epilepsie kickt da. Ja, geh mal grad her. Was ist eigentlich hier mit los, Bengalo? Blinkend? Ach nee, was hast denn du gekauft? Da stand nicht mit blinkend bei. Ich habe ganz normal. Die haben die falschen geschickt. Ich rufe doch nochmal. Ich kann ja gerade nachgucken. Das. Nehme ich als Titelbild dann. Nimm mich. Willst du ihn heiraten? Dann sag jetzt ja. Ja. Okay, warten wir gerade das Fahrrad noch ab. Es riecht so gut hier. Da, filmst du noch? Das sieht richtig nice aus. Finde ich auch. Vor allem, was cool ist.